Bin schon drauf. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr wart alle gestern beim Konzert. Und mit euch allen meine ich euch alle und euch alle. wenn nicht, ich habe gestern Abend noch mal geguckt, man kann tatsächlich alles nachgucken. Wir haben auf unserem YouTube-Kanal die ganze Tagung bis heute online stehen. Ihr hättet also alle gar nicht hierher kommen müssen. Aber dann wäre es nicht so schön, weil nämlich die Diskussion tatsächlich hier im Raum viel, viel schöner ist, als wenn wir das jetzt alles irgendwie nur online machen müssen. Also herzlich willkommen zum dritten Tag des Jazzforums. Ich mag nicht vom letzten Tag reden, das ist immer so schade. Das muss Arndt heute Nachmittag machen, wenn er den letzten Nachmittag irgendwie ankündigt. Wir haben ja so ein bisschen gruppiert und heute Morgen wollten wir zwei Referate, haben wir zwei Vorträge, die sich mit Case Studies sozusagen auseinandersetzen, mit Musikerinnen, mit Musikern, die, wir haben am ersten Tag schon mal drüber gesprochen, über Identitäten, die sich mit ihrer eigenen musikalischen Identität vielleicht nicht unbedingt immer bewusst, zum Teil bewusst auseinandergesetzt haben, zum Teil durch die Öffentlichkeit mit ihrer Identität, wie sagt man, identifiziert wurden. Einer von beiden ist Bill Ramsey und hier steht Nico Thom, Musikwissenschaftler mit Schwerpunkten wie Jazz und populäre Musik und Hochschuldidaktik. Er hat nebenbei Aufsätze zur Wissenschaftstheorie veröffentlicht und unterrichtet seit 2021 an der Hochschule für Künste in Bremen. Für unser Jazzforum hat er sich ein Thema ausgesucht, das uns wahrscheinlich eher abgelegen erscheint. Erschienen wäre, in dem sich aber etliche Aspekte fokussieren, über die wir in diesen Tagen diskutieren, den kürzlich verstorbenen Sänger Bill Ramsey als Beispiel für europäischen Amerikanismus. Nico Thom. Ich finde, sehr breit aufgestellt ist, indem sie nach der Relevanz der kulturellen Wurzeln sowie nach dem Heimatbegriff für die zeitgenössische Jazzmusik fragt. Zugleich wird die Offenheit des aktuellen Jazz in Frage gestellt bzw. zum Gegenstand gemacht. Ich interpretiere diese Themenbreite als ein Andocken an die gegenwärtig omnipräsente Identitätsdebatte, die nahezu alle Bereiche der Gesellschaft zu bestimmen scheint, so auch die Jazzforschung. Dabei werden verschiedene Identitätskategorien diskutiert, die uns mittlerweile bestens vertraut sind, so etwas wie Geschlecht, Alter, Nationalität, Rasse bzw. ethnische Zugehörigkeit, soziale Klasse oder sexuelle Orientierung. In meinem Vortrag will ich nur auf zwei ausgewählte Identitätskategorien eingehen, nämlich auf die Nationalität und die ethnische Zugehörigkeit, womit meiner Meinung nach die Begriffe Roots und Heimat zumindest grundlegend eingegrenzt werden können. Am Begriff der Offenheit interessieren mich weniger die erwähnten Identitätskategorien. Vielmehr würde ich lieber über die musikalische bzw. künstlerische Offenheit sprechen im Zusammenhang mit aktueller Jazzmusik. Ich möchte am Beispiel des Sängers Bill Ramsey verdeutlichen, wie spannungsgeladen und teilweise sogar widersprüchlich die Begriffe Roots, Heimat und Offenheit sein können. Aus meiner Sicht wird im Falle von Bill Ramsey ein Phänomen erkennbar, das als europäischer Amerikanismus beschrieben werden kann. Mit diesem Terminus wird ein Interpretationsangebot unterbreitet, das eine Brücke schlägt zwischen dem Antagonismus von Amerikanismus auf der einen Seite und Anti-Amerikanismus auf der anderen. Mein Vortrag gliedert sich in fünf Teile, die folgende Überschriften haben: Bill Ramsey, kurzer Überblick zu Leben und Werk. Dann versuche ich kurz zu umreißen, was man unter europäischem Amerikanismus verstehen kann. Ich werde versuchen darzustellen, wie Institutionen wie Radio und Fernsehsender, Musiklabels Einfluss nehmen auf den europäischen Amerikanismus. Das Gleiche tue ich dann auch nochmal für ausgewählte Einzelpersonen, also Musiker, Musikproduzenten und Filmregisseure. Und zum Schluss frage ich nach sozusagen der Dualität oder dem Dualismus von Authentifizierung oder Heroisierung mit dem Untertitel »Ein weißer Sänger wird geschwärzt«.
Als ich meinen Themenvorschlag für das 17. Darmstädter Jazzforum eingereicht habe, lebte Bill Ramsey noch. Leider ist er am 2. Juli dieses Jahres im Alter von 90 Jahren in Hamburg verstorben. Kleine Fußnote, erst am 5. Juli wurde sein Tod offiziell bekannt gegeben. Wie bedeutend er für ein breites Publikum in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum gewesen ist, zeigt der Umstand, dass sein Tod Anlass für viele Medienberichte war. Hier ein paar Beispielüberschriften, die Schlagworte für seine Einordnung liefern. Der Spiegel titelte beispielsweise einfach Schlagersänger und Jazzmusiker. Dann war in der Hessenschau die Rede vom HR2-Moderator und Entertainer. Man erfuhr in der Bild-Zeitung etwas über die Umstände seines Todes, dass er friedlich eingeschlafen sei. Der Tagesspiegel titelte 60er-Jahre-Star ist tot. In der Welt war zu lesen, dass Mimi und die Zuckerpuppe traurig sind. Die FAZ machte auf mit Jazzmusiker mit Fable für Frankfurt. Im Deutschlandfunk war zu hören und zu lesen, dass er ein cooler Faxenmacher mit eigener Stimme war. Im Rolling Stone wurde er schlicht als Sänger, Filmschauspieler und Moderator umschrieben. Und die Rheinische Post wies darauf hin, dass er aus den USA stammte. Um einen differenzierten Eindruck von Bill Ramseys Leben und Werk zu vermitteln, möchte ich drei Beiträge aus dem deutschen Fernsehen zeigen. In meinem knapp 6-minütigen Zusammenschnitt sind Nachrufe aus der ARD-Tagesschau, der Sendung SWR aktuell sowie der ZDF-Sendung Leute heute zu sehen, die allesamt am 5. Juli ausgestrahlt worden sind. Er arbeitete mit Paul Kuhn und James Last zusammen, der Sänger und Entertainer Bill Ramsey. Jetzt ist er im Alter von 90 Jahren gestorben. Als junger US-Amerikaner war er in den 50er Jahren nach Deutschland gekommen. Er wurde hierzulande unter anderem mit Hits wie Pigalle und Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett bekannt. Seine Hits sind Kult. Mimi hatte Krimi und die Interpol und ich bin auch. Lieder wie das von Mimi haben ihn groß gemacht. Bill Ramsey, ein Star im Nachkriegsdeutschland, Unterhaltungskünstler durch und durch. Die kleine süße Biene mit der Tüdelgardine vor dem Babydoll-Gesicht. Er hat gesagt, willst du was Lustiges machen oder Rock'n'Roll? Ich habe gesagt, was Lustiges. Bill Ramsey war gebürtiger Amerikaner, kam als Soldat nach Deutschland. Er wird Schlagersänger und schnell zum Spaßvogel. Das bedeutete für mich, dass ich wirklich in einer Schublade war, weil nach 4, 5 solchen Titeln ist alles das Gleiche irgendwie. Und ich bin nicht ein Heinz Erhardt, leider. Doch sing ich auch gern Blues. Seine wahre Liebe aber galt dem Blues und dem Jazz. Diese Leidenschaft blieb ihm bis ins hohe Alter. Noch mit 80 Jahren, zum 60-jährigen Jubiläum der SWR Big Band 2011, zeigte Bill Ramsey sein Stimmvolumen. Der Mann aus Ohio kam zu Beginn der 50er Jahre nach Deutschland, um seinen Wehrdienst zu leisten. Hier begann wenig später seine musikalische Karriere. Der Amerikaner war bekannt für Jazz und Blues. So richtig beliebt wurde er in den 60er Jahren aber mit Schlagerhits wie diesen. Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Kennt ihr die Zuckerpuppe aus Bautastruppe? Durch seine Popularität bekam er viele Nebenrollen auf der Kinoleinwand. Ende der 80er Jahre moderierte er außerdem Sendungen wie den Talentschuppen im damaligen Südwestfunk. Doch mit befreundeten Kollegen auf der Bühne stehen, das machte ihm immer am meisten Spaß. Ist gut, gut so. Weil ich will singen, solange das Ding hält. Jazz und Blues, moderner Swing, Ramseys Repertoire war riesig und sein Talent brachte ihm viele Konzertanfragen bis ins hohe Alter ein. Seine Frau Petra passte auf, dass es nicht zu viele wurden. Wenn wir Nein sagen müssen, dann ist das manchmal ganz schwierig. Dann sagen die Leute auch, Mensch, und vielleicht kriege ich das gerade noch hin oder so. Ne? Sondern es geht nicht, weil der Hund kann nicht so lange alleine sein. Oder der Hund kann nicht, der muss... Gute Ausrede. Die Leute konnten sich eben nicht an ihm satt hören, denn er war einer für die ganz großen Gänsehautmomente.
Der Schlagersänger Bill Ramsey ist gestorben. Er hat die deutsche Musiklandschaft der 60er Jahre geprägt mit Ohrwürmern wie Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Bill Ramsey wurde 90 Jahre alt. Unverwechselbar und einzigartig, das war Bill Ramsey. Im April feierte er noch seinen 90. Geburtstag. Am vergangenen Freitag ist er friedlich zu Hause eingeschlafen. Musik war seine Leidenschaft und spielte auch bis zuletzt eine große Rolle im Leben der Swing- und Schlagerlegende. Das ist das Schöne an diesem Beruf. Also man macht das, was eigentlich Hobby wäre, beruflich und wird dafür bezahlt. Und man hat vor allem keinen Vorgesetzten, der sagt, Thomas, ich bin 65, aufhören. Ne? Angefangen hat alles 1952. Da kam der aus Cincinnati stammende Ramsey als Soldat nach Deutschland. Er sang im AFN und nebenbei in Frankfurter Jazzclubs. Er war der junge weiße Mann mit der alten schwarzen Stimme. So cold, so dead, but so fair. Denn dieser Seine größten Erfolge hatte Bill Ramsey mit Schlagern wie die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe. Aus ihnen wurden regelrechte Ohrwürmer, die Ramsey immer wieder zum Besten geben musste. Elfriede, Elfriede, rief ich durch den Saal. Ja, ich hatte großen Spaß. Die Titel kamen gut an mit dem Publikum. Die haben gelacht. Auch in Klamauk-Filmen brachte Bill Ramsey sein Publikum zum Lachen. Später allerdings widmete er sich wieder seiner großen Liebe, dem Jazz. Es war mein Ziel, so akzeptiert zu werden von Schwarzen, und ich bin's. Von der Sänger von Count Basie war ein guter Freund und eine große Unterstützung für mich. Und dann Ella Fitzgerald hat gesagt, man muss nur die Augen zu machen, dann sieht man ein Schwarzer. Das war wunderschön. Bill Ramsey war ein Musiker mit Leib und Seele. Und als solcher wird er bei Fans, Freunden und Kollegen in Erinnerung bleiben. Ja, nicht mein Verdienst. Auffällig ist die künstlerische Offenheit und die Unbefangenheit Ramseys, der als Sänger keine Berührungsängste zeigte und sich ganz selbstverständlich bei verschiedenen musikalischen Stilen bediente. Jazz, vor allem Swing, Blues, Folk, Soul und eben auch Schlager. Wobei die zuletzt gezeigte Szene mit Helene Fischer nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass Ramseys erfolgreichste Zeit die 60er Jahre gewesen sind, wo Schlagermusik noch wesentlich beschwingter daherkam. So ist beispielsweise die erwähnte Zusammenarbeit mit James Last kein Zufall. Dessen typischer Happy-Easy-Listening-Big-Band-Sound war seit den 60er Jahren überaus erfolgreich und markierte die Fusion von zwingenden Orchesterarrangements mit heiteren deutschen Texten bzw. Songtiteln. Interessant ist zudem, dass James Last mit bürgerlichem Namen eigentlich Hans Last hieß und aus Bremen stammte. Die Amerikanisierung seines Künstlernamens hatte sicherlich Gründe. Ebenso der Umstand, dass Bill Ramsey als gebürtiger Amerikaner zum deutschen Schlagerstar avancieren konnte. Beide, Ramsey und Last, waren Nutznießer eines historischen Phänomens, das der Kulturwissenschaftler Helke Rausch als europäischen Amerikanismus bezeichnet. Dieser europäische Amerikanismus wurde in erster Linie massenkulturell bzw. medial vermittelt, vor allem über Musik und Filme sowie ein hocheffizientes Marketing. Er kann als eine Art transatlantische Brücke betrachtet werden, über die künstlerische Produkte ausgetauscht worden sind, die zugleich Lifestyle mittransportiert haben. Dabei wanderten die meisten künstlerischen Produkte allerdings nur in eine Richtung, von den USA nach Europa, genauer gesagt nach Westeuropa. Mitunter wurde dies als Amerikanisierung bezeichnet, bei welcher der American Way of Life heraufbeschworen und als höchster Lebensstandard angepriesen worden ist. Im Grunde ging es dabei um einen liberalen Markt für Massenkonsum, der vor allem auf das wirtschaftliche Wachstum der USA ausgerichtet war. Daneben spielten aber durchaus auch politische Nationalinteressen eine Rolle, denn die USA wollten sowohl dem europäischen Faschismus wie auch dem sowjetischen Kommunismus mit einem eigenen gesamtgesellschaftlichen Konzept gegenübertreten. Helke Rausch zeigt auf, dass in der Nachkriegszeit der 1950er Jahre, die heute als die Zeit des Wirtschaftswunders bezeichnet wird, die Europäer zum Teil selbst aktiv an der Amerikanisierung Westeuropas mitgewirkt haben, vor allem in Deutschland, aber beispielsweise auch in Frankreich oder Großbritannien.
Allerdings taten dies die Westeuropäer nicht, ohne dabei eigene nationale Interessen zu verfolgen. Für die junge Bundesrepublik Deutschland beschreibt Rausch das wie folgt. Zitat: An der amerikanischen Massenkultur reizte aber mehr als nur ihre leichte Zugänglichkeit. Halbstarke Jugendliche, die Ende der 1950er Jahre in Jeans und mit Elvis-Tolle zu Rock'n'Roll tanzten, absorbierten nicht einfach Amerikanismen, sondern setzten sich zuallererst in Kleidung, Musik und Verhaltenskonventionen vom Stilkodex der Elterngeneration ab. Die dort übliche Trennung zwischen Hoch- und Populärkultur sollte unterlaufen und das Recht zur Selbstbestimmung erstrebenswerter Verhaltensformen beansprucht werden. Ähnlich missachteten sprachliche Amerikanismen absichtsvoll traditionelle bürgerliche Kommunikationsregeln und enthierarchisierten bislang geltende Normen des Ausdrucks. An der kulturellen Amerikanisierung in der Bundesrepublik waren daher neben den US-amerikanischen Akteuren immer auch die sogenannten Selbstamerikanisierer mit ihrem eigenen Interesse an einer Amerikanisierung von unten beteiligt. Zitat Ende. Dieser Amerikanisierung von unten standen die deutschen bzw. westeuropäischen Eliten skeptisch gegenüber. Sehr bekannt sind beispielsweise die Formulierungen von Adorno zur amerikanischen Kulturindustrie, die ja auch schon im Rahmen dieser Tagung zitiert worden sind im Vortrag von Annalisa Malmros. Ein Großteil der westeuropäischen Eliten verstand die amerikanische Massenkultur als eine Form von Terror und als Gefahr für die jahrhundertealte Hochkultur Europas. Das rechte Bild auf der Folie will die Widersprüchlichkeiten der US-amerikanischen Kultur hervorheben und ihr kriegerisches und imperialistisches Ansehen betonen. In diesem Fall handelt es sich zwar um ein Propagandaplakat der Nazis aus dem Jahr 1944, das in niederländischer Sprache darauf hinweist, dass die USA den Untergang der europäischen Kultur herbeiführen wollen. Allerdings erfreut sich genau dieses Plakat auch heute noch großer Beliebtheit und kann als Poster oder T-Shirt auf vielen etablierten Online-Plattformen bestellt werden, kurioserweise auch bei Amazon. Dieser Umstand allein deutet an, dass Anti-Amerikanismus auch im Europa der Gegenwart zu finden ist. Er ist nach wie vor salonfähig, und zwar am rechten wie linken Rand des politischen Spektrums. Die Historikerin Jessica Gino-Hecht hat herausgearbeitet, dass Anti-Amerikanismus einerseits ein weit verbreitetes Phänomen in Europa war und ist und sich bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt. Andererseits geht dieser Anti-Amerikanismus fast immer einher mit einem sogenannten Philo-Amerikanismus, das heißt einer latenten Bewunderung für die Leistungen der USA in den Bereichen Kunst, Wirtschaft und Politik. Die entsprechenden Stichworte lauten Kunstexport, Marktliberalisierung und Demokratisierung. Europäischer Amerikanismus versucht an diese kulturellen Leistungen anzuknüpfen, dabei jedoch die eigenen künstlerischen, wirtschaftlichen und politischen Identitäten bzw. Traditionen nicht zu verleugnen. Zwangsläufig pendelt europäischer Amerikanismus immer wieder hin und her zwischen Verehrung und Ablehnung. Die Amerikanisierung Europas wurde aber auch von den USA direkt forciert, und zwar vor allem mit Hilfe des American Forces Network, AFN. Bereits während des Zweiten Weltkriegs, genauer gesagt 1942, wurde das Netzwerk von Radio- und Fernsehstationen der US-amerikanischen Streitkräfte gegründet. Lange Zeit, das heißt Jahrzehnte hindurch, sendete AFN hauptsächlich in Westeuropa. Heute ist AFN auf der ganzen Welt aktiv. Die meisten Sendestationen wurden in der Nachkriegszeit in Deutschland eröffnet, das heißt in München, Frankfurt am Main, Bremerhaven, Berlin, Stuttgart, Nürnberg und Kaiserslautern. Jahrzehnte später kamen noch weitere Stationen hinzu, beispielsweise in Heidelberg, Wiesbaden oder Würzburg. Diese sendeten rund um die Uhr US-amerikanische populäre Musik, zu der lange Zeit der Jazz wie selbstverständlich dazugehörte. Darüber hinaus ist natürlich auch Blues, Rhythm and Blues, Rock'n'Roll, Country, Folk oder Soul im Angebot gewesen. Spricht man heute mit deutschen Plattensammlern, die in der Nachkriegszeit sozialisiert worden sind, bekommt man von den allermeisten AFN als zentrale Informationsquelle genannt. Insofern ist der Einfluss, den AFN auf den Musikgeschmack der deutschen Nachkriegsbevölkerung hatte, nicht zu unterschätzen. Bill Ramsey kam 1952 als GI der US Air Force nach Deutschland, wo er im Frankfurter Jazzkeller als Sänger auftrat und von einem Militärmitarbeiter quasi entdeckt worden ist. Er arbeitete dann ab 1953 in Frankfurt am Main für AFN. In einem Interview schildert Ramsey, welche vielfältigen Aufgaben er als Regieleiter und später als Chief Producer bei AFN in Frankfurt hatte.
Er musste Musik und Nachrichten sowie Informationssendungen produzieren und gewann so tiefe Einblicke in das Rundfunkhandwerk, was ihm dann sicherlich geholfen hat beim Umgang mit Rundfunkanstalten im deutschsprachigen Raum. Er arbeitete nämlich beispielsweise für Radio Luxemburg als DJ. Auch in der Schweiz wurde er für den Rundfunk tätig, beispielsweise bei Radio Beromünster, und er lebte immerhin 16 Jahre lang in Zürich. Ramsey moderierte anschließend viele Fernseh- und Radiosendungen bei diversen öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland. Zu erwähnen sind beispielsweise die TV-Sendungen Talentschuppen oder Geheimtipp im Südwestfunk, bei denen Nachwuchskünstlerinnen präsentiert wurden. Für die ARD gestaltete Ramsey Fernsehsendungen wie Sing ein Lied mit Onkel Bill für Kinder, Schlager für Schlappohren oder die Fork-Sendung Show ohne Schuh. Für den hessischen Rundfunk HR2 Kultur moderierte er 30 Jahre lang die Radiosendung Swing Time. Zuvor hatte er bereits Erfahrungen im Radio des saarländischen Rundfunks gesammelt. Letztendlich ist Ramsey in allen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im deutschsprachigen Raum zu erleben gewesen, wenn nicht als Gastgeber, dann als Gast. Auch im österreichischen Fernsehen war er präsent, weil dort viele Filme ausgestrahlt wurden, in denen Ramsey mitgespielt hat. Er hatte kleine und größere Rollen in fast 30 Fernsehfilmen, beispielsweise in der österreichischen Komödie Das süße Leben des Grafen Bobby an der Seite von Peter Alexander, der, wie Ramsey als Entertainer bzw. Unterhaltungskünstler im weitesten Sinne agierte und als Sänger, Schauspieler und Parodist breite Massen begeisterte. Kurzum, die deutschsprachigen Rundfunkanstalten vereinnahmten den gebürtigen Amerikaner Bill Ramsey regelrecht und machten ihn zu einem Aushängeschild für gute deutschsprachige Unterhaltung. Ramseys Entertainer-Qualitäten, sprich seine Leichtigkeit, Schlagfertigkeit und Vielseitigkeit, kamen gut an und hatten zudem einen internationalen Touch, der in den Nachkriegsjahren stark nachgefragt war. Die Aargauer Zeitung stellt Ramsey in den entsprechenden Kontext. Zitat: Seine Karriere ist exemplarisch für die deutsche Unterhaltungsbranche in der Nachkriegszeit. Wie die Jazzmusiker Hasi Osterwald, Paul Kuhn, Kurt Edelhagen, Max Greger und James Last wechselte auch Ramsey aus ökonomischen Gründen vom Jazz ins lukrative Schlagerfach. Die deutsche Schlagerwelt hatte in den Nachkriegsjahren das Bedürfnis, sich besonders weltläufig und ausländerfreundlich zu zeigen. Interpreten wie die Italienerinnen Caterina Valente und Rita Pavone, der Schweizer Vico Toriani, der Engländer Chris Howland und die Amerikaner Connie Francis und Bill Ramsey erfreuten sich großer Beliebtheit und sangen deutsche Schlager mit fremdländischem Akzent. Zitat Ende. In diesen Zeilen wird die Weltoffenheit des Nachkriegsschlagers betont, die sich nicht zuletzt auch textlich niederschlug. Bill Ramsey sang beispielsweise hin und wieder über sein Herkunftsland. Vielmehr handelten seine Lieder jedoch von Paris, Venedig und sogar Tokio. Aber auch der urlaubsassoziierte Süden und der exotisierte Orient wurden von ihm besungen. So wurde sein Amerikanischsein zur Chiffre für das Fremde, das eigentlich doch vertraut ist und zu dem man sich irgendwie hingezogen fühlt. AFN und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Westeuropa beförderten dieses weltoffene Klima und prägten damit den europäischen Amerikanismus nachhaltig. Ebenso waren diverse Musiklabels daran interessiert, große Reichweiten zu erzielen und international breit aufgestellt zu sein. Das deutsche Label Polydor zum Beispiel veröffentlichte die ersten Singles und Alben von Bill Ramsey und erzielte damit veritable Charthits. Neben Ramsey zählten der ebenfalls amerikanisch-deutsche Schlagersänger Gus Backus, das Hasi Osterwald Sextett aus der Schweiz sowie das Orchester von Bert Kempfert aus Deutschland zu den zugkräftigen Polydor-Stars der frühen 1960er Jahre. Ab Mitte der 1960er Jahre wurden weitere Schlagerstars aufgebaut, wie beispielsweise Gerhard Höllerich alias Roy Black oder Christian Franz Klusacek alias Chris Roberts. Beide stammten aus Deutschland und bekamen englischsprachige Künstlernamen verpasst. Auch das amerikanische Label Columbia, welches zum englischen Mutterkonzern EMI gehörte, veröffentlichte Mitte der 1960er Jahre Platten von Bill Ramsey mit deutschen Texten. Später machte sich das deutsche Label Bear Family Records, man beachte den englischsprachigen Namen, um den langanhaltenden künstlerischen Erfolg Ramseys verdient, indem es seine zahlreichen Aufnahmen, die auf vielen verschiedenen Labels erschienen sind, in Form von aufwendig gestalteten CD-Compilations wiederveröffentlichte.
Hinter den aufgezählten Institutionen, die vor allem als Vermittlerinnen fungierten, agierten einzelne Personen, welche im engeren Sinne als Produzenten tätig waren und somit gezielter Einfluss auf die europäische Variante des Amerikanismus nehmen konnten. Gemeint sind Musiker, Musikproduzenten und Filmregisseure, zu der Zeit fast ausschließlich männlich, die Bill Ramsey gewissermaßen ins Rampenlicht stellten und ihn in Szene setzten. Ramsey selbst spricht in einem Interview davon, dass er quasi erfunden worden sei, und zwar von dem deutschen Jazzmusiker Heinz Gietz, der in erster Linie Komponist und Produzent von Schlagern war und damit sehr erfolgreich gewesen ist. In den 1950er Jahren hatte Gietz beispielsweise Katharina Valente zum internationalen Superstar aufgebaut. Gietz arbeitete eng mit dem deutschen Liedtexter Kurt Fels zusammen, mit dem er unzählige Schlagerhits produzierte. Kurt Fels hatte wie auch Heinz Gietz einen engen Bezug zu Film und Fernsehen. Beide produzierten für zahlreiche Schlager-, Klamauk- und Operettenfilme sowie Fernsehsendungen und nutzten die audiovisuellen Medien, um Musikstars zu etablieren. Auch der Liedtexter Hans Bradtke, der mit vielen Schlagerstars der 50er und 60er Jahre zusammenarbeitete, war für Bill Ramsey tätig und schrieb für ihn beispielsweise den Text zum Nummer-1-Hit Pigalle, wiederum in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Heinz Gietz. Die gezielte Kombination von Musikaufnahmen und Bewegtbildern hatte echte Entertainer im deutschsprachigen Raum hervorgebracht, bei denen man nicht mehr ohne weiteres unterscheiden konnte, ob sie nun erfolgreiche Schlagersänger, Schauspieler oder Moderatorinnen waren. Beispielsweise den Österreicher Peter Alexander, an dessen Seite Bill Ramsey arbeiten konnte. Auf Seiten der Drehbuchautoren und Filmregisseure war beispielsweise der Österreicher Franz Marischka sehr umtriebig im Kontext von Revue- und Schlagerfilmen. Bill Ramsey war in einigen seiner Filme zu sehen, etwa in der Schlagerparade 1961 oder im Film Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen, ebenfalls 61 erschienen. Mit dem Schweizer Jazzmusiker, Schlagerstar und Entertainer Hasi Osterwald war Bill Ramsey insofern verbunden, als auch dieser einen ähnlichen musikalischen Background hatte, vom Duo Gietz-Fels produziert worden ist und mit Peter Alexander und Franz Marischka zusammengearbeitet hat. Das Hasi Osterwald Sextett spielte zudem auf Bill Ramseys Single Feuer, Wasser und Liebe aus dem Jahr 1963. Auffällig ist die Internationalität und die intermediale Umtriebigkeit der erwähnten Personen, die ein Verständnis von Entertainment pflegten, wie man es bis dahin nur von US-amerikanischen Vorbildern kannte. Nicht selten wurden US-amerikanische Rhythm and Blues bzw. Rock'n'Roll-Hits umarrangiert und mit deutschen Texten versehen, sozusagen als eine offensichtliche Form von europäischem Amerikanismus. Er war der junge, weiße Mann mit der alten schwarzen Stimme, heißt es im Fernsehbeitrag des SWR zum Tod von Bill Ramsey. In einem Fernsehinterview mit dem ZDF sagte Ramsey einmal: Es war mein Ziel, akzeptiert zu werden von Schwarzen. Und ich bin es. Ramsey erzählte immer wieder gerne die Anekdote, der zufolge Ella Fitzgerald 1953 in Frankfurt am Main für ein Konzert zu Gast war und Ramsey beim Besuch der verehrten Jazzsängerin hinter der Bühne von Anwesenden animiert worden sei, ihr etwas vorzusingen. Nachdem er dies halb verlegen getan habe, habe sie gesagt: Wer dich nur hört, der denkt, du bist schwarz. Für Ramsey war das offenbar ein Kompliment. Und die deutschsprachigen Medien kolportierten das vermeintliche Lob der berühmten Afroamerikanerin bei vielen Gelegenheiten. Vermutlich sollte dadurch die Authentizität von Ramseys jazziger Stimme hervorgehoben werden. Ramsey selbst sah sich vielleicht bestätigt als echter US-Amerikaner und fühlte sich zurückgebunden an die afroamerikanischen Roots seines geliebten Jazz. De facto wurde der hellhäutige Bill Ramsey jedoch mehr und mehr zu einem Westeuropäer, der am Ende mehr als zwei Drittel seines Lebens, in Summe knapp 70 Jahre, im deutschsprachigen Raum gelebt und gearbeitet hat. Bereits 1984 hatte er die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Seine Heimat war nun eigentlich Deutschland, ein Land, das ihm schließlich sogar das Bundesverdienstkreuz überreichte für seine künstlerischen Verdienste um die Bundesrepublik. Das angebliche Schwarzklingen von Bill Ramseys Stimme kann man als Heroisierung eines afroamerikanischen Ursprungs der Jazz-Tradition interpretieren, der sich bei näherer Betrachtung allerdings als historisch und geografisch eingrenzbare, multiethnische Fusion diverser Musiktraditionen entpuppt, an der auch weiße Musikerinnen Anteile hatten. Sicher ist es positiv zu bewerten, dass sich Bill Ramsey mit afroamerikanischen Jazzmusikerinnen identifizierte bzw. diese wertschätzte.
So veröffentlichte er beispielsweise ein Album, das Nat King Cole gewidmet war. Schwarz zu klingen bedeutete für Ramsey wahrscheinlich, nach ursprünglichem bzw. authentischem Jazz zu klingen, der natürlich zu swingen hat. Für Ramsey war es wichtig, als Swing- und Jazzmusiker wahrgenommen zu werden. Er gab offen zu, nur aus kommerziellen Beweggründen Schlagermusik gesungen zu haben. Dabei hätte er sich dafür nicht im geringsten schämen müssen, war er doch ein herausragender Vertreter einer heiter schwingenden deutschsprachigen Unterhaltungsmusik und hat somit zur Ausformung eines europäischen Amerikanismus mit künstlerischen Mitteln beigetragen. Nach meinem Dafürhalten kann man also weder Ramsey als Person noch seinen Beitrag für die europäische Variante amerikanischer Unterhaltungsmusik schwärzen bzw. negieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Nico, für diesen Beitrag. Ja, Bill Ramsey, der Mann mit den verschiedenen Identitäten, also Amerikaner und Deutscher, Jazzsänger, Schlagersänger, was habe ich mir noch notiert? Nationale Identitäten, ethnische Genre-Identitäten, Schwarz-Weiß. Und dann singt er eigentlich ein... Ich bin jetzt mal böse und sage eigentlich eine schlechte Kopie von Louis Armstrongs Stimme, eine unauthentische Kopie von Louis Armstrongs Stimme, die in Amerika wahrscheinlich nie den Erfolg gehabt hätte wie in Europa. Also ich übertreibe sehr, mit der aber hier in Europa beim Publikum ankommt, weil das Original halt eben nicht hier lebt, sondern nur ab und zu hier auf Tournee ist. 57 geht er mit den Frankfurt Allstars nach Sopot in Polen, wird dort gefeiert als ein Mann mit einer schwarzen Stimme. Also was ist dieses, ich kam damit noch nicht so ganz klar. Ich weiß, also, es ist ja ein bisschen... Aus der Gegenwart über die Vergangenheit zu urteilen, ist immer ein bisschen problematisch. Trotzdem ist mir nicht so ganz klar, was da passiert. Hat Bill Ramsey eigentlich noch die eigene Entscheidungshoheit gehabt über das Bild, was mit dem er verkauft wurde? Oder wie siehst du das? Wer hat ihm Amalgam an Images aufgesetzt? Ja, das habe ich hier versucht zu umreißen. Also es waren zum einen einzelne Personen, vor allem Produzenten von Musik, allen voran Heinz Gietz, der selber auch Jazzmusiker war, aber sehr früh erkannt hat, mit Jazzmusik ist keine müde Mark zu machen oder zumindest nicht viel und sich dann sehr schnell auf eben diese beschwingte Schlagermusik kapriziert hat. Und in diesem Umfeld waren eben auch andere Leute unterwegs, wie vor allem Textdichter oder Filmregisseure. Und man hat sehr schnell erkannt, dass man sozusagen Elemente dieser amerikanischen Musik übernehmen kann, aber es auf jeden Fall textlich mit deutschen Zeilen versehen muss. Auch eigene Texte sozusagen beisteuern muss, die den Zeitgeschmack einfangen. Also man darf eben nicht vergessen, Nachkriegszeit, die Leute waren... hungrig nach Leichtigkeit, nach Ablenkung aus dem tristen Nachkriegsalltag. Und man wäre gar nicht weit gekommen, hätte man sozusagen ambitionierten Jazz angeboten. Oder was heißt, wäre nicht weit gekommen? Also zumindest in kommerzieller Hinsicht, ne? Künstlerisch sicher schon, aber kommerziell war das wenig aussichtsreich. Und Bill Ramsey war wie auch andere, ne? Wie zum Beispiel James Last oder ähnliche, sehr schnell und hat es wahrscheinlich bewusst oder unbewusst verstanden und hat sich dann eben diese leichteren Musik, wie man vielleicht sagen könnte, verschrieben. Aber nebenbei dann doch immer Jazz versucht weiterzumachen und dann später hat er regelrecht einen Cut gemacht, also nachdem die 60er Jahre vorbei waren und sein kommerzieller Erfolg abflaute, hat er sich dann eigentlich gänzlich auf Blues, Jazz, R&B, Soul im engeren Sinne versteift und ist damit ja auch gar nicht schlecht gefahren. Einfach weil er von seiner
Popularität geliebt hat. Es gibt ja ein Parallelbeispiel hier in Deutschland. Billy Moe, wo man dann unten schreiben würde, ein schwarzer Sänger wird geschwärzt. Der also auch irgendwie schwarz verkauft wurde, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich überlege dabei immer nur die ganze Zeit, ich stotter so ein bisschen, weil ich versuchen will, nicht irgendwie Schuldzuweisung oder so zu formulieren, sondern, aber welchen Anteil hat eigentlich diese ganze Industrie an den Stereotypen, mit denen in den 50er, 60er bis in unsere heutige Zeit eigentlich, wir reden ja die ganzen Tage auch über unser eigenes Denken, über Ethnie, über Hautfarbe, über Herkunft von Menschen, über Identität. Welchen Einfluss hat diese ganze Entwicklung, die du jetzt am Beispiel Bill Ramsey aufgerissen hast, auf unser eigenes Denken? Ich überlege mir, also ich weiß, Bill Ramsey hat ja hier in Darmstadt noch in den letzten Jahren ein paar Mal gespielt. Und natürlich wurde er immer mit dem gesamten Schweif seiner Vergangenheit verkauft. Hier, da, am Schluss trat er tatsächlich nur noch als Jazzsänger auf mit Schweif. Wir sind online, da würde ich nur Schweif sagen. Natürlich wurde er immer mit diesem ganzen Schweif seiner Vergangenheit verkauft, trat als Jazzsänger auf am Schluss, aber man hat immer all diese anderen Identitäten mitgedacht. Also das finde ich das Faszinierende an diesem Beispiel. Genau, und das, die Frage ist, wie man das bewertet. Und du hast jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, tendenziell eher etwas kritisch gesehen. Man kann es aber durchaus auch positiv sehen und kann sagen, vielleicht hat er damit dem Jazz auch viel Gutes getan, weil er ja immer mit transportiert hat, ja, ich mache Unterhaltungsmusik, die auf ein breites Publikum trifft, aber ich bin im Herzen Jazzsänger und das ist die Musik, die mich eigentlich bewegt und die im Übrigen auch in meiner Schlagermusik anklingt zumindest. Die Fernsehbeiträge am Anfang haben es ja auch gezeigt. Ich meine, wie oft wird im deutschen Fernsehen über den Tod eines Jazzmusikers berichtet? Sehr selten. Da wurde auch nicht über den Tod eines Jazzmusikers berichtet. Doch, teilweise schon. Es wurde immer gesagt, also in einigen wurde dieser Aspekt, dass er Schlagersänger war, ein bisschen mehr hervorgehoben, aber es wurde auch immer gesagt, seine eigentliche Liebe galt dem Jazz. Aber es wurde über den Tod eines Stars berichtet. Das stimmt. Aber das meine ich eben, also das Besondere an dieser Form des europäischen Amerikanismus, wie ich es beschreiben möchte, ist, dass man erkannt hat, dass man erstmal so etwas wie Entertainment im engeren Sinne aufbauen muss und dass es auch gar nicht schlimm ist, wenn ein Jazzmusiker auch mal irgendwie einen heiteren Spruch macht oder sich vielleicht ein bisschen zum Affen macht, indem er irgendein Kostüm anzieht. Wenn am Ende die Musik mittransportiert wird, kann es ja durchaus dem Jazz zuträglich sein. Aber das ist natürlich immer ein schmaler Grat, ne, den man da geht. Entweder verrät man sozusagen den authentischen, echten Jazz, was auch immer das sein mag, oder man schafft ihm ein Publikum sozusagen durch die Hintertür. Und es gibt ja in Deutschland auch andere Beispiele, die einem da vielleicht in den Sinn kommen. Wenn man bei den Sängern bleibt, vielleicht jemand wie Roger Cicero, ging vielleicht, war nicht ganz so entertainerlastig, aber schon auch sehr medial präsent, aber vielleicht noch viel ähnlicher jemand wie Götz Alsmann oder so, der durchaus auch immer wieder kundtut, wie sehr ihm der Jazz und die nachfolgenden Musiktraditionen in Amerika am Herzen liegen und das eben in einer Form tut, die ja heiter ist, die durch die deutschen Texte sehr zugänglich ist. Und ja, die Frage ist, muss man das per se schlecht finden oder kann man es akzeptieren als einen Bereich innerhalb des Jazz, der eben auf ein großes Publikum trifft? Also, du kriegst ein Mikrofon. Wenn ich als erkennbar Deutsche in ein asiatisches Lokal gehe und ein scharfes Gericht bestelle, dann ist es nicht so scharf wie das, was die Asiaten als ein scharfes Gericht bezeichnen. Ne? Das heißt, es wird schon eingedeutscht dadurch, dass das Lokal in Deutschland ist und dass die wissen, dass die Deutschen nicht so scharf essen, ganz normal. Und ja, so ist es eben auch in der Musik. Und zu diesem ersten Aspekt, dass die Deutschen sich selbst amerikanisiert haben. Zum Teil.
Zum Teil haben sie das in Amerika natürlich auch forciert, ne? Logischerweise. Ich träume von Nashville in Tennessee, von Charlie Parker und Jerry Lee. Du, in Country Music kenne ich mich aus. Ja, klar. Na? Ja. Ja, es gab auch, wie gesagt, andere neben ihm, zum Beispiel Gus Backus oder ähnliche, die natürlich nicht nur Jazz gemacht haben und nicht nur Schlager, sondern auch versucht haben, Country, Soul, R&B im weitesten Sinne mit anzubieten, aber eben mit deutschen Texten. Ja. Peter Kemper. Ja, danke zunächst mal für diese Tour de Force durch ein, ja, wie ich finde, wirklich vielschichtiges Leben. Ich habe Bill Ramsey persönlich kennengelernt im HR und ich hatte den Eindruck, dass seine spätere Hinwendung zum Swing, also in den letzten, sagen wir mal, letzten 20, 25 Jahren, wollte er explizit als Jazzsänger wahrgenommen werden. Und er hat mir persönlich mal gesagt, es ist ihm peinlich, wenn ihn die Leute immer wieder darauf ansprechen, jetzt sing noch mal die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe oder Pigalle. Und ich hatte so das Gefühl, diese Hinwendung oder dieses Selbstverständnis in seinen späteren Jahren als Jazzsänger hat er selbst als so eine Art, ja, sagen wir mal, Wiedergutmachung fast begriffen an seinen früheren Schlagersünden. Denn während dieser Zeit, als er da wirklich in die Hitparaden stürmte, mein Vater war zum Beispiel ein Riesenfan von dem, ja, der sonst eher unmusikalisch war, aber der hatte diese Bill Ramsey-Platten, die habe ich zuerst da als Singles in 50er Jahren, Ende der 50er Jahre da gehört. Da war er, als er so vermarktet wurde als Schlagersänger, da war von dem Jazzmusiker Bill Ramsey überhaupt keine Rede. Nicht? Das war wirklich, da war er völlig eindimensional als der witzige Onkel Tom, ja, der mit dem amerikanischen Akzent wie Chris Howland auch und so weiter deutsche Texte sang. Aber später hat er sich davon regelrecht distanziert. Und ich frage mich, was heißt das für die Frage nach der Identität? Also er ist für mich fast so eine multiple Persönlichkeit. Also ich meine es jetzt nicht im pathologischen Sinn, aber er hatte mehrere Identitäten und seine letzte, ich weiß nicht, ob ihm das gelungen ist, sich sozusagen zu rehabilitieren mit diesen ganzen Swing-Aufnahmen Aufnahmen mit Jazzmusikern, sich zu rehabilitieren, ob es ihm wirklich gelungen ist, sozusagen seine Schlagersünden vergessen zu machen. Wie sehen Sie das? Also er hatte diese zwei Herzen, die in seiner Brust schlugen, ganz eindeutig, hat er ja auch keinen Hehl daraus gemacht. Interessanterweise hat er aber eben doch bis zum Ende es kombiniert. Also wir haben ja die Ausschnitte gesehen mit der SWR Big Band. Was hat er gesungen? Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Allerdings mit einer Big Band im Hintergrund. Also er hat ja am Ende tatsächlich eine echte Fusion von beiden Welten. Auch kommerziellen Druck gehabt natürlich. Ne? Genau. Wir haben zum Teil zur Bedingung gemacht, wenn er diese Gigs bekommen hat, dass er auch diese Schoten bringt. Na klar. Er ist auch getourt, so um 2010 herum, mit anderen sozusagen Stars aus den 50er, 60er Jahren unter dem Label Swing-Legenden. Ne, Max Greger und so waren da dabei. Und sie haben natürlich ein tendenziell eher etwas älteres Publikum angezogen, was in dieser Zeit sozialisiert worden ist. Und haben ganz knallhart natürlich ihre alten Hits zum Besten gegeben, allerdings in einem echten Swing-Gewand, ne? Also mit einer Swing-Band, nicht mit, vom Band oder so, sondern da hat eine Swing-Band gespielt, die hat doch improvisiert und zwischendrin hat man heitere deutsche Texte zu Gehör bekommen. Also insofern konnte er sich eigentlich, also es wäre sozusagen nicht besonders sinnvoll für ihn gewesen, sich gänzlich davon loszumachen, weil er dann nicht mehr gebucht worden wäre. Jürgen Barth. Ich will ein bisschen Zeitgeschichte einfügen. Wir wollen ja nicht vergessen, dass die Amerikaner uns eine riesige Niederlage beigebracht haben. Das musste ja verdaut werden. Das heißt, die deutschen Menschen standen Amerika gegenüber, ja, als die Sieger. Und ich erinnere mich zum Beispiel, mein Vater hat gesagt, aus Amerika kommt keine Kultur. Ja. Und Bill Ramsey ist ja sozusagen ein Beispiel dafür. Mein Vater hat gesagt, ja, da sieht man das, es kommt keine Kultur. Das war für ihn eine Art Bestätigung. Ja. Und das, glaube ich, ist schon nicht ganz unwichtig. Denn viele Menschen in Deutschland standen den Amerikanern teils offen
aber teils auch ablehnend gegenüber. So, und diese Figur, und wir wollen ja auch nicht vergessen, Re-Education. Ja? Die Amerikaner haben ja Re-Education gemacht. Und Bill Ramsey ist da bestimmt in deren Raster zu sehen. Er war also eine Bestätigung für Nichtkultur, gleichzeitig aber eine Versöhnung. Das ist diese Doppelrolle, die diese Figur ausmacht und zu diesem großen Star avancierte. Ja? Und diese beiden Aspekte erfüllte er perfekt. Super. Niklas Troxler. Es wurde schon fast gesagt, ich denke eben auch an die Zeit zurück, wo das passierte. In derselben Zeit spielten ja unzählige, unglaublich viele Dixieland-Kapellen in den Gassen. Und jede zweite hatte einen Louis Armstrong-Imitator. Und das Publikum hat gegrölt. Ne? Das habe ich noch so in den Ohren. Und ich habe später auch Paul Kuhn kennengelernt, persönlich. Und er ist ja auch so ein Fall. Ein ganz guter Pianist. Wollte auch immer Jazzmusiker sein, aber er hatte mal, es gibt kein Bier auf Hawaii. Damit musste er leben. Ich finde es auch nicht verwerflich, Entschuldigung. Ich kann mich auch erinnern, wo Louis Armstrong seine Hits gesungen hat. Da hat die Jazzpolizei natürlich aufgeschrien und gesagt, das geht nicht, lieber Onkel Tom. Das ist nicht mehr Louis Armstrong. Ne? Hello, Dolly und was alles da war. Ne? Und das wurde ihm angekreidet. Heute ist man auch drüber weg und nimmt Louis Armstrong als Gesamtperson wahr und sein Werk als Gesamtes. Philipp Territer noch vielleicht? Mir kam ein anderes Beispiel von einem, also europäischer Amerikanismus jetzt, wenn man, und warum man da irgendwo so, wenn man jetzt nicht wissenschaftlich dran geht, sondern einfach so vom Geschmack persönlich. Also ich bin ja jetzt aus einer ganz anderen Generation und Bill Ramsey ist mir Begriff und klar ist es irgendwie präsent, aber nicht so, dass man da reingewachsen wäre. Udo Lindenberg. Also das ist eigentlich so, wo ich denke, also der wird, also da wird es quasi heroisiert auch und dann nimmt man es irgendwie an und ich ertrage sowas ja eigentlich immer nur in der Form, wie Helge das macht, Helge Schneider, mit dem Augenzwinkern, mit der Selbstironie. Aber in diesem Kontext würde mich halt auch interessieren, hat er, also scheint mir jetzt nicht besonders selbstironisch damit irgendwie, also es, wenn es ihm um diese Anerkennung geht, auch dass das so honoriert wird, aber wie das in den USA angekommen ist. Also wenn er jetzt zurückgereist ist, wenn du da vielleicht noch was zu sagen könntest, wie er da so sich fühlen muss, wenn das die, ich meine, das haben die ja wahrscheinlich auch dann drüben irgendwie rezipiert, oder? Ja, wie das so oft ist, kaum. Also jemand, der nicht in den USA lebte und in Europa irgendwas machte, was ja sowieso außerhalb des Radars war, hatte in Amerika kein großes Publikum. Und er ist nicht viel da unterwegs gewesen, hat es natürlich sicher das eine oder andere Mal versucht. Aber er wurde halt immer als der Clown aus Europa wahrgenommen. Oder überhaupt nicht aber zumindest nicht wirklich als relevante Jazz-Persönlichkeit wahrgenommen. Und auch, ich glaube, er hat dann auch sehr früh erkannt, dass das nichts bringt, weil er ist dann auch gar nicht so oft nach Amerika gereist. Schon allein aus dem Grund, weil er nicht mehr fliegen wollte. Weil er doch sehr gewichtig war und gesagt hat, dass die Flugzeuge sind mir alles zu eng und zu mühsam und das tue ich mir nicht an. Ich glaube, das war auch so ein bisschen so eine Ausrede, nicht mehr hinfliegen zu müssen, um diese Schmach zu erleben. Genau, aber ja. Ja, ich würde die Diskussion abbrechen, weil wir noch 10 Minuten Pause brauchen, bevor wir zum nächsten Beitrag kommen. Ganz vielen Dank. Ich glaube, das war jetzt ein Beitrag, mit dem wir Dinge beleuchtet haben, die überhaupt noch nicht zur Sprache kamen, die aber weitergedacht werden können und sollten und müssen. Vielen Dank, Nico Thom.